Plattsport, der Sportpodcast. Herzlich willkommen bei Plattsport, dem Sportpodcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir sind wieder da. Wir haben euch zwei Wochen lang jetzt mal in Ruhe gelassen, nachdem wir mit einer vierstündigen Doppelfolge ein wenig den Bogen überspannt haben, aber das musste sein, es gab viel zu besprechen. Und nun sind wir wieder da, die Kräfte sind gebündelt und heute präsentieren wir euch ein Interview mit einem besonderen Sportler und heute Co-Trainer. Die Rede ist von Thorsten Matuschka, der Union Berlin-Legende. Und ja, wer Thorsten Matuschka bisher kennt, der weiß, dass er immer eine Menge auch zu erzählen hat, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Und er ist sowohl jemand, der über den Profisport reden kann, als auch eben über den Amateursport, der uns doch sehr am Herzen liegt. Und bevor ich jetzt lange weiterrede, viel Spaß mit dem Interview mit Thorsten Matuschka. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattsport. Heute hat es mein Auto nach Altlinike gebracht und ich sitze jetzt hier im, das ist das Vereinsheim der VSG Altlinike. Seit einigen Jahren nicht nur Fünftliges, sondern inzwischen auch Viertliges, jetzt glaube ich im zweiten Jahr. Und neben mir sitzt gerade noch im Trainingsanzug, gerade vom Fußball-Kindercamp, Thorsten Matuschka. Ich grüße dich. Hallöchen, groß. Schön erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben dich auserwählt und freuen uns, dass es geklappt hat, um ein bisschen dir auf den Zahn zu fühlen, wie das eigentlich ist mit dem Amateurfußball und auch mit kleinen Profifußball. Aber ich habe erstmal eine kleine Eröffnungsfrage. Was fällt dir ein, wenn ich Mickey Mouse sage? Das Derby gegen Hertha BSC. Ich glaube, das war sogar das zweite gewesen. Da habe ich mal gesagt, dass wir. Ich habe mal vorgerechnet, dass wir trotz alledem der Stadtmeister sind, wenn man Auswärtstore mit dazu zählt, wie im Europapokal. Und da habe ich gesagt, ihr blau-weißen Mickey-Mäuse. Und jetzt steht 6-6. Und jedes Mal, wenn ich mit meinen Hertha-Leuten zusammensitze, sage ich: Nee. Union ist Stadtmeister. Bis zum nächsten Wiedersehen. Naja, man kann sich ja alles mal ein bisschen schönreden. Von daher. Aber wenn man es genau nimmt, dann sind wir Stadtmeister. Ich bin immer noch sehr froh darüber. Ich auch. Waren die Derbys deine Karriere-Highlights? Ja, schon natürlich. Ja. Also A von der Kulisse, B von der Bedeutung der Derbys. Fußballerisch war das zweite Derby für mich persönlich das beste Spiel, was ich für Union gemacht habe. Im ersten Derby durfte ich natürlich habe ich das Freistoßtor gemacht. Da konnte ich ja froh sein, dass Michael Art nicht seinen besten Tag hatte, oder zumindest nicht bei dem Freistoß, dass er bei Reinigang ist. Aber es hat ja auch einen Grund gehabt, warum Michael Art dann in der ersten Liga dann auch nicht mehr bei Hertha gespielt hat. Okay, aber das muss der andere entscheiden, aber den Freistoß hat er ja für mich und für uns als Unioner zum Glück reingelassen. Wir haben das 2-1 gewonnen, das Derby, und das war natürlich eine Riesenbedeutung, ja, und was in den Wochen und Monaten danach los war in Berlin und in Köpenick, war halt schon Wahnsinn. Und das war sicherlich auch absolute Highlights, ist doch klar, ja, wenn man diese Derbys in so einer Stadt, in der Hauptstadt spielen darf, als kleiner Unioner gegen die große Hertha, die ja gerade nach beiden Abstiegen fast die Mannschaft zusammengehalten haben, ja, und du trotzdem beide Spiele im Olympiastadion nicht verloren hast, obwohl das zweite wir hätten gewinnen müssen. Ja, weil ich wir da war wirklich, damals auch im Stadion, weil wir 2-0 geführt. Weil wir da wirklich richtig gut waren, ja, hinten raus hat uns ein bisschen die Puste gefehlt und Ronny hat den Freistoß reingeknallt, ja. Aber ja, trotz alledem auf jeden Fall absolute Highlights, definitiv. Also das war auch definitiv damals, wo wir in die U2 dann gestiegen sind, um nach Hause zu fahren mit den ganzen Herthanern. Das war schon eher, dass man sich wie ein Sieger gefühlt hat, nicht wie ein Verlierer. Auch wenn man so nah dran war, wieder eine Überraschung. Aber ich fand damals krass im Olympiastadion, das war 50-50, 50 Hertha, 50 Unioner. Und die Unioner waren einfach mal deutlich lauter als die Herthaner. Ja. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, Olympiastadion ist ja voll geil, naja, auch nur die Ostkurve. Und selbst wenn die Ostkurve versammelt ist, dann kommen mal ein paar Unioner und schon sieht man, was man aus dem Olympiastadion machen kann. Das war ja sicherlich krass. Klar, das ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr großes Stadion mit der Tatanbahn. Da so richtig Stimmung zu erzeugen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ja? Aber in den beiden Derbys hat man gesehen, was man daraus machen könnte, ja, wenn man richtig Gas gibt.
Aber trotz allerdem sind die Bedenspiele ja auch was Besonderes gewesen. Ja. Also es ist halt auch ein Derby und das elektrisiert ja eine ganze Stadt und die komplette Fanszene. Dann ist ja auch nochmal klar, dass jeder dem anderen nochmal zeigen will, ey, guck mal, was wir eigentlich hier machen können. Mhm. Ja. Und trotzdem ist bei Union natürlich noch was Spezielles, wenn du in der alten Försterei spielst. Ja. Auch wenn da nur 22 oder knapp 23 reinpassen. Ja, die Stimmung, was da abgeht, ist halt überragend. Und das kann man, glaube ich, mit Hertha halt dann noch schwer vergleichen. Lass uns noch mal ganz kurz bei diesen Derbys bleiben. Was geht einem durch den Körper, was geht einem durch den Kopf, wenn man dieses ausverkaufte Olympiastadion auf dem Rasen betritt, die Stimmung spürt und dann später noch den entscheidenden Freistoß versenkt? Was zuckt einem da durch den Körper? Was denkt man da? Was fühlt man da? Schon oft versucht zu erklären und zu beschreiben, aber das kann man schwer, ja, weil das was ganz Besonderes, was da mit dem Körper passiert. Ja, da kommt ein Adrenalinschuss durch den Körper, ja, gerade nach dem 2-1, aber auch vorher schon, ja, dafür ist man ja Fußballer geworden, ja, und wo wir auch schon zum Warmmachen rausgegangen sind im ersten Derby und dann die rot-weiße Wand gesehen haben, 25.000 oder 30.000 Unioner, das war halt Wahnsinn, ja, das war, wo ich sagte, Alter, ey, dafür hat sich alles gelohnt, ja, was du gemacht hast du musst ja als Fußballer auch viel zurückstecken, das sieht man, sehen ja viele ja auch nicht. Viele sehen ja immer nur, dass ja, man ist berühmt, man hat viel Geld und sonstiges, ja, aber dass man auch viel, viel zurückstecken muss, das sehen halt auch die wenigsten, ja. Und deswegen ist es halt echt geil, dass man halt, ich persönlich für meine Karriere, ja, wie es angefangen hat und dass ich so ein Spiel spielen durfte, hätte ich ja nie in meinem Leben geträumt oder gesagt, komm, irgendwann wirst du mal so ein Derby spielen, ja, und wirst vielleicht nochmal der Siegtorschütze sein, ja. Also, das war ja schwer zu beschreiben, ja. Es war einfach geil, da rauszugehen, ja. Schon von der ersten Minute vom Warmmachen an war schon, wie gesagt, Alter, geil, komm, heute kannst du den 25.000, 30.000 Zuschauern mit 90 Minuten so viel zurückgeben, ja, und so viel für den Rest der Saison oder für die nächsten Monate. Jahre. Heute noch. Ja, klar. Ich sitze dann, wenn du vor dem Spiel war ja nicht zu erwarten, dass du jetzt unbedingt da gewinnen, ja. Aber wenn du gesagt hast, komm, wenn du vielleicht irgendwie einen Punkt holst, da zerren die auch schon von, ja. Dann gewinnst du das Spiel. Und ja, davon zerren die richtigen Unioner so viel. Ja, und da sieht man eigentlich, was man in 90 Minuten mit dem, was man sowieso am besten kann und was man geliebt hat, dem Fußballspielen bewirken kann. Ja, und das war für mich immer so ein extra Anreiz. Bei besonderen Spielen habe ich komischerweise fast immer richtig gut funktioniert. Und weil aber das genau die Herausforderungen sind, die ich mir stellen möchte in meinem Leben. Und genau bei diesen Spielen, ja, habe ich immer versucht, vorne wegzugehen und zu funktionieren. Und weil das irgendwas, was, ja, was Besonderes hat. Ja, da guckt jeder hin und du kannst dich mit dem Besten messen. Und das hat mir immer am meisten Laune gemacht. Dann war auch in der zweiten Liga definitiv das Beste, was ihr wahrscheinlich jemals vor der Brust hattet, oder? Ja, definitiv. Also, man, die Mannschaft, ja, also wenn du überlegst, dass dann Rafael da war, Ronny, Sergio Ramos. Also das war ja eine Mannschaft, wo du sagst, Alter, das geht ja normal nicht, ja, oder in Lustenberger auch noch. Da waren ja, wie gesagt, die haben ja fast die komplette Truppe da gelassen, ja, also nach dem ersten Abstieg, ja. Und auch wenn du im ersten Derby viel schlechter warst, hast du das Spiel trotzdem irgendwie gewonnen, ja. So ist halt auch manchmal Fußball, ja. Und das war natürlich auch eine gewisse Genugtuung, natürlich auch, um zu sehen, ey, man kann in jedem Spiel auch so eine Mannschaft bezwingen. Auch wenn man vielleicht trotzdem nicht gut war und ein bisschen Glück hat, aber Matchglück gehört beim Fußball dazu. Und ja, danach war es sowieso ganz cool in der Kabine. Also feiern konnten wir schon ganz gut mit unseren Jungs dort in der Kabine. Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt, deswegen wird man Fußballer. Ich wollte dir tatsächlich mal auf den Zahn fühlen. Wie bist du als kleiner Junge dem Fußball verfallen? Und ich fasse das mal mit der nächsten Frage gleich zusammen. Wie war das damals eigentlich in der DDR, in Cottbus groß zu werden und dann irgendwie anzufangen mit dem Ball? Also, damals, man macht sich halt als kleines Kind ja nicht so nur Gedanken, dass man jetzt in der DDR ist oder woanders, weil man kennt ja auch nichts anderes. Ja? Und als Kind, da habe ich immer die Pille am Fuße gehabt und das andere war mir egal gewesen. Und ich bin, glaube ich, mit 5 Jahren das erste Mal bei mir in meinem Heimatverein Rot-Weiß-Merzdorf auf den Platz gegangen, weil meine Großeltern dort gewohnt haben. Wieder größtenteils groß geworden sind mit meiner Schwester, weil meine Eltern geschieden waren. Meine Mutti hat uns mit meiner Schwester großgezogen. Und am Wochenende sind wir immer zu unserer Oma gefahren mit dem Fahrrad nach Merzdorf. Das ist ja ein Ortsteil von Cottbus. Vom Stadion der Freundschaft vielleicht 500 Meter Luftlinie, wenn überhaupt. Und habe da halt auch meinen Freundeskreis gehabt. Die hat Oma, Opa, war sowieso mal ganz cool. Da konnte man immer alles machen und hat immer alles bekommen. Und zudem konnte ich mit meinen Jungs da Fußball spielen. Ja, und das war mir wichtig. Und da war mir... wie gesagt, ich habe mir da keinen Kopf gemacht, ja.
ob Osten oder Westen. Und natürlich hat man das dann irgendwann mal mit 7, 8, 9 Jahren mitbekommen. Im Westen, okay, da ist noch was anderes, da ist es angeblich schöner und besser. Also ich war immer so ein Typ, ich mache immer das Beste aus dem, was ich habe und gucke nicht nach links und rechts. Ja, ich bin da für mich selber verantwortlich und auch für mein Glück. Und als Kleinkind in der DDR aufzuwachsen, es war halt, wie es war. Hm. Ja, und das ist nicht schlimm und ich bin stolz, Ossi zu sein. Und ich habe auch keine Probleme mit Bessis oder sonstiges. Ja, also, sonst müsste ich jetzt rausgehen. Also ich nehme jeden Menschen so, wie er ist und entweder kommen wir miteinander klar oder nicht. Und da ist mir egal, ob Osten oder Westen. Ja. Hast du damals eigentlich auch Westfußball irgendwie empfangen können und mit Oma, Opa vor der Glotze? Ja, natürlich war es nicht so einfach, ja, aber man hat natürlich schon versucht, irgendwie Bundesliga schauen zu können, wenn es irgendwie ging, ja. Aber das erste Richtige war so die WM 90, die ich komplett geguckt habe und ausgerastet bin, ja, wo die BRD deutscher Meister, Weltmeister geworden ist, ja, bin ich auf den Hof gerannt, wo Andi Bremen das 1-0 gemacht hat, unten links von sich aus. Und links von sich aus, ja. Nah reingeschoben. Und da war man natürlich unheimlich stolz. Ja. Das war so das erste richtige Erlebnis für mich, was noch drin geblieben ist. Da war die WM 90 in Italien mit Toto Scilacci. Oder hieß es? Ja, auch? Ja, Toto. Salvatore Scilacci. Salvatore? Ja, ich bin The Chronic, ich weiß sowas. Ah, okay, sehr gut. Ja, ja. Ja, aber, genau, den kannte ich, glaube ich, vor der WM gar kein Mensch auf der Roberto Erde. Roberto Baggio noch im genau, Team. Genau, den kannte jeder, aber Scilacci kannte keiner, glaube ich. Aber Torschützenkönig gewonnen, glaube ich. Nicht. Ja, genau. Und kam aus Sizilien und ja, war. Genau, und noch mit, wie ist er, mit der Kolumbianer mit der Rasterlocken? Valderrama. Und Higita im Tor. Ja, genau, Higita, Alter. Ja, aber das ist so, was so drinnen geblieben ist. Na, ja, und Roger Milla. Ja, Roger Milla, genau, mit seinem Tanz an der Eckfahne und so. Aber das, weißt du, das sind so freie Geister. Also Roger Milla zum Beispiel erinnert mich so ein bisschen an dich auch. Also so ein freier Geist, der auf dem Platz dann irgendwie eskaliert, den man das vielleicht erstmal so nicht ansieht, so, und dann auf einmal, boah, macht denn der? Naja. Ja, also ohne despektierlich zu sein. Ja, aber Union auf dem Platz hat man schon gesehen, dass du sozusagen das Leben genießt und so, aber trotzdem hast du dann immer den Unterschied gemacht. Hast die Pässe gespielt, natürlich die Freistöße und so, hast du Körpersprache dann auf einmal gehabt. Und das sind so die Elemente, die der Fußball auch braucht. Und das fehlt mir zum Beispiel heute. Das fehlt, wir machen ja diesen Podcast nicht ohne Grund, sondern weil wir uns auch ein bisschen auskotzen wollen. Mhm. Und das fehlt uns total an so Typen, ja, die irgendwie mal auch was ausmachen und nicht so à la Neymar dann so mit komischen Klamotten sich dann nur ablichten, sich nur verkaufen, sondern einfach auch so Typen, die auch mal Maul aufmachen, so jemand wie der Kruse aus Bremen und so gestalten, und die werden ja heute total klein gehalten. Ja, definitiv, aber da fängt es ja auch schon in der Jugend an, ja, also jeder streit nach Typen und nach Führungsspieler, sonstiges, aber sobald mal jemand Art Führungsspieler werden könnte, ja, oder vielleicht auch mal ausschert als alle anderen, dann wird er sofort klein gehalten und gesagt, ey, wenn du nicht so und so funktionierst, dann bist du nichts für unser Jugendleistungszentrum, und auch wenn er vielleicht in dem Moment vielleicht trotzdem der beste Spieler ist, ja, aber ja, das ist halt genau, was du sagst, die werden halt klein gehalten, ja, und ich hoffe, ich werde irgendwann auch mal ein Trainer und ein vernünftiger Trainer, und ich möchte genau solche Typen haben, wie ich es war, oder wie ein Max Kruse ist, der dann halt der Mannschaft viel gibt, ja, und auch Dinge anspricht, auch mal gerade negativ, ja, aber wenn es fürs große Ganze dient, ja, natürlich nicht irgendwas ansprechen, nur damit ich dann selber im Guten dastehe, sondern für das große Ganze, ja, für das Team, für die Mannschaft, dass man Erfolg hat. Und ich glaube, das ist heutzutage so richtig, waschweibermäßig geworden, ja, so schlabberig. Jeder sagt, oh, ich sag lieber nichts, wenn ich jetzt was sage, dann könnte ich ja das nächste Mal auch irgendwie angeranzt werden, ja, aber genau die Leute brauche ich doch. Aber ich will doch auf dem Platz haben, ey, ich sag dir jetzt mal, ey, jetzt konzentrier dich mal mit dem Ball. Weil ich muss danach, wenn ich das meinem Kollegen sage, muss ich genau mich konzentrieren. Ja? Aber heutzutage sagt lieber keiner was, weil, oh, dann kann ich ja, wenn ich nichts mehr mache, ja auch nicht an die Rand werden, weil ich habe ja jetzt gerade auch nichts gesagt. Und das ist mir einfach zu, weiß ich nicht, zu weich und zu, da wo ich jetzt auch selber ausrasten könnte, ja, wo ich so sage, ich will einfach nicht glauben, dass es sowas nicht mehr gibt. Ja, weil immer sagt, ja, es hat sich alles geändert, ja, aber der Fußball ist Fußball, ja, und Typen und Emotionen, ja, die gehören dazu, man muss sich auch mal was sagen können, das sind alles Männer. Mhm. Ja, das sind jetzt keine, die, wenn ich mal was sage, dass er dann heult, und wenn er heult, dann ist er nicht richtig. Mhm. Ja, dann muss er woanders hingehen, aber man kann sich auch mal die Meinung sagen, ja. Das und geht ist auch dann, in allen anderen Bereichen. Natürlich, ist ja nicht der Fußball, das ist ja auch, wenn ich jetzt Chef von einer Firma bin, dann muss ich doch auch mal Dinge ansprechen, ja, wenn mir was auffällt. Und gerade ansprechen, wenn es auch gut läuft, ja. Nicht erst, wenn es scheiße läuft. Mhm.
Weil wir sind natürlich alle auch so gepolt oder viele Menschen, dass wenn es gut läuft, dann gucke ich mal über das eine oder andere mal drüber weg. Obwohl es eigentlich wichtig ist, gerade wenn es gut läuft, dann ist es ja noch einfacher eigentlich, negative Dinge anzusprechen. Aber das, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr schwer, solche Typen zu finden. Ich als Trainer irgendwann mal möchte gerne ein, zwei oder drei davon haben. Ja, auch die, die auch mich hinterfragen, damit habe ich gar kein Problem, weil ich mache ja als Trainer ja auch nicht alles richtig. Ja, wie gesagt, wenn es für das große Ganze dient, dass wir alle einen Schritt weiterkommen, ja, und ich mich selber dann nochmal hinterfrage, ja, ist doch super. Ja, und wenn ich aber natürlich merke, dass sie jetzt nur irgendwelche Alibis und Ausreden suchen, ja, mit gewissen Dingen, okay, dann sage ich, Männer, ey, kommt mit Argumenten, wo ich sage, okay, da kann man mal überlegen, da kann man ein bisschen was drehen, dass wir es dann wieder in die richtige Richtung kriegen, die ganze Sache, wenn es mal negativ läuft. Aber jetzt dann nur zu suchen, um ein Alibi oder eine Ausrede zu haben, dann nicht, ja. Aber ich war halt immer ein Typ, ja. Ich war sicher noch nicht einfach, ja. Und ich war auch, was ich auch schon tausendmal gesagt habe, nicht der normale Fußballer. Ich hatte nie ein Sixpack, sondern ein One-Pack, ja. Aber ich war auch vorm Spiel, eine Minute vorm Spiel, konnte ich noch locker sein und einen Witz erzählen, ja. Aber bei mir war es so, ich konnte halt einen Schalter umlegen, wenn es angepfiffen hat. Ja, habe ich versucht abzurufen, dass ich es auch nicht immer geschafft habe, ist doch auch klar. Ich bin ja kein Roboter, ja, also, aber ich konnte auf jeden Fall immer, gerade was Körpersprache betrifft, ich konnte laufen und kämpfen, ja, und mal habe ich auch keinen Ball getroffen, natürlich. Aber oft habe ich auch den Ball gut getroffen und habe dann auch Spiele mitentschieden, ja, und bin immer, oder ich habe immer versucht, vorne wegzugehen. Und das ist halt heutzutage so wichtig, dass du wirklich Krieger hast, ja, auf dem Platz. Und einen richtigen Anführer hast und dass die alle hinterherkommen, ja, und sehen, oh, Alter, boah, komm, ja, und dann auch verbal den pushen, genau, aber auch verbal positiv pushen, ja, jeder weiß das selber, wenn er einen Fehler macht, ja, und dann sage ich, ey, komm, nächstes Mal geht's weiter und ja, es bringt ja nichts, wenn immer ich, wieder wenn versuchen, natürlich, also ich habe letztens irgendwo ein Interview gelesen, ein Trainer will nicht einen Spieler, der dann beim 12. Fehlpass den 13. Jahr nicht mehr spielt, sondern immer weiter probieren, so immer weiter, machen, bis es irgendwann klappt. Und wenn ich einen Spieler in meiner Mannschaft habe, der wo ich weiß, er kann mir Spiele entscheiden, ja, dem muss ich auch ein bisschen Freiraum geben, ja. Und wichtig ist so, dass der auch nach dem 20. oder nach 20 Kontakten auch einen 25. und 30. haben will, auch wenn er vielleicht bis dato vielleicht 12 nicht an Mann gebracht hat, ja. Und sagt, komm, ist mir scheißegal, ich bin jetzt der Mann, auf den alle gucken, ja, die anderen folgen mir und dann muss ich halt versuchen, auch wenn es mal persönlich mit mir nicht so gut läuft, trotzdem weitermachen, ja. Wenn ich mich ja gebe, dann kann ich das von keinem anderen auch erwarten, ja. Und optimal ist, wenn du zwei oder drei davon hast, wenn da eh nochmal Scheiße drauf ist, dass die anderen mitreißen, aber das ist halt ja, sehr, sehr schwer heutzutage. Du machst jetzt deine Fußballschule, dein Fußballcamp, Tusch ist Fußballcamp. Erzähl mal ein bisschen was dazu, weil ich meine, das ist ja ein guter Übergang gerade. Du willst selber Typen haben, die auf dem Platz, die irgendwie was darstellen und die auch mal vorangehen. Wie kitzelst du das aus den Kids heraus? Erzähl mal überhaupt ein bisschen was zu der Fußballschule. Ja, die mache ich ja jetzt schon seit 3 Jahren. Das ist jetzt das dritte Jahr, was ich das mache. Und habe jetzt hier bei der VSG auch wieder 35 Kids. Habe immer zwischen 30 und 40 Kids immer in den Camps. Von 6 bis 12 Jahren. Machen das immer eine Woche. Machen immer Frühstück und Mittag. Ist mir immer ganz wichtig, dass die Jungs sich und Mädels sich ein bisschen kennenlernen, auch beim Frühstück und auch beim Mittagessen. Dann trainieren wir zweimal mit denen am Tag und versuchen natürlich Spaß zu vermitteln, ja, und halt auch Dinge zu vermitteln und Wiederholung anzubieten, die sie in ihrem normalen Training nicht haben, weil sie nicht haben können, ja. Hier kann ich halt auch mal 20, 25 nur aufs Tor schießen, 25 Minuten, ja, oder mal Viertelstunde, 20 Minuten nur passen oder nur Technik. Das hast du ja natürlich, die Zeit hast du ja im normalen Training, in ihren Vereinen haben die Trainer mit den Jungs das ja nicht, ja, das so intensiv zu machen. Und deswegen, das sage ich denen auch immer, nutzt jede Minute, die wir hier haben, ja, auch wenn es viele Wiederholungen sind, aber die kriegt ihr ja, wie gesagt, in eurem normalen Training kriegt ihr die nicht, ja. Und ob das passend ist, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja, erster Kontakt, kommt darauf an, welche, ich habe immer 3 Altersklassen, ich habe Jung, Mittel und Alt. Ich habe heute gerade mit den Alten angefangen, da habe ich richtig gute Jungs dabei und da kannst du natürlich schon ein bisschen mehr Fußballspezifisches machen, ja, bei den ganz Kleinen, die wollen peppeln, ja, da musst du 3 gegen 3 spielen lassen, auf 3, 4 Tore, dass sie sich ein bisschen, die sollen einfach Spaß haben und mit der Pille was machen, ja, das bringt mir nichts. Genau, das ist, bringt mir nichts, wenn ich habe jetzt, glaube ich, auch letztens, gestern oder vorgestern gelesen von Nagelsmann, ja, ein 7 gegen 7 mit solchen kleinen Kiddies, was bringt das, ja, da haben 2 Mann, die gut sind, haben meistens Kontakte, die restlichen stehen da und drehen sich vom Ball weg, weil sie nie einen Ball haben, ja. Lass doch 3 gegen 3 spielen, ich finde das super, ja, auf 4 Tore,
was ich auch vorher schon oft gemacht habe, ohne Torwart, die sollen sich einfach ausprobieren, ja, und sollen sich durchsetzen, eins gegen eins, das sind doch die Spieler, die wir haben, wir wollen doch Straßenfußballer haben, ja, und nicht immer, ja, du kannst die Aufstellung, du kannst die Taktik, du kannst das, ja, wo alle sagen, okay, die machen Dienst nach Vorschrift, aber auf dem Platz will ich doch Kreative, ja, ich will doch jemanden haben, der mal den Unterschied ausmacht und mal Dinge erkennt, die andere nicht erkennen. Glaubst du, dass diese Leistungszentren, die überall jetzt aus dem Boden gestampft werden, jetzt fangen die Bayern auch nach 8 Jahren mal an, irgendwie auf die Jugend zu schauen oder Leipzig, Hoffenheim, was da alles gibt, Freiburg ist auch berühmt. Glaubst du, dass diese Stuttgart fällt mir nur ein, sehr wichtig. Glaubst du, dass diese Leistungszentren eher den Charakter abschleifen und daraus eben diese stromlinienförmigen Typen machen und noch die ganzen Berater daneben? Macht das lieber nicht so, sonst wird das so blöd. Glaubst du, die sind dafür verantwortlich, dass da viel Charakter verloren geht? Kommt darauf an, was man für eine Philosophie hat, nicht? In denjenigen Vereinen und in den Leistungszentren, ja. Wenn ich sage, komm, ich will Typ A haben und Typ B will ich nicht haben, ich will nur Typ A, dann wird es natürlich schwierig, dass sich junge Spieler im Charakter, ja, dass sie den ausbauen und dann verfestigen, ja. Das ist ja das, ja. Wenn einer sofort ein bisschen querschießt, ja, warum auch immer. Ja, das sind doch alles junge Menschen, das darf man ja auch nicht vergessen, ja, also die lernen ja auch noch, ja, und die müssen auch mit gewissen Dingen umgehen und damit umgehen zu lernen, ja, das ist ja wichtig, ja, und ich kann ja nicht sofort sagen, nee, den will ich nicht, der hat jetzt mal nur, hat 6-mal jongliert, ob ich nur 5-mal gesagt habe, das ist nicht mein Spieler, ja, also, wie gesagt, wir schreien immer alle danach, aber wenn wir sie nicht zu Führungsspieler oder das ist ja so, dass wir lassen ja die Jungen, die können sich ja gar nicht entwickeln als Führungsspieler. Ja, das ist ja das. Meistens der jetzt sehr, sehr gut ist, ja, in der B-Jugend, der spielt sofort A-Junioren oder vielleicht sogar schon zweite Mannschaft, je nachdem, wie gut er ist. Ja, und das tut dem Jungen vielleicht gar nicht gut, das eine Jahr zu überspringen, weil er da ja wieder bei Null anfangen muss. Mhm. In der B-Jugend ist er vielleicht der Mann und der Kapitän und auf den alle gucken. Aber wenn er zu gut ist, geht dann die Eier und dann ist er jetzt wieder eine ganz kleine Wurst und duckt sich und sagt gar keinen Ton was. Ja? Wie es dann besser laufen? Ich glaube, dass man halt den Jungen, lass doch den B-Jugendlichen dort in der B-Jugend doch spielen, auch wenn er gerade der Beste ist. Ja? Und lass ihn doch dort zum Führungsspieler werden. Und wenn er mitkriegt, oh, auf mich gucken alle und ich kann jetzt Dinge entscheiden und Spiele entscheiden, ja, er wächst ja doch da an den Aufgaben noch mehr. Ja? Und ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, sofort die Top-Jungs sofort ein oder zwei Altersklassen höher zu stufen, ja, um genau diese Persönlichkeit zu entwickeln, ja, aber ja, da hat jeder seine Meinung und jeder Verein und jedes Leistungszentrum muss das für sich selber entscheiden, ja, ich weiß nicht, ob das immer so unbedingt gut ist. Lass uns mal ein bisschen jetzt gerade über den Amateurfußball ein bisschen reden. Ich sehe gerade im Moment eine aktuelle Entwicklung, dass irgendwie immer mehr diese berühmte Schere auseinandergeht, dass durch die Champions League da so ein Turbo entsteht, dass ein paar wenige Mannschaften immer mehr Geld haben, die anderen fallen immer mehr ab. Und das sieht man jetzt auch in der Regionalliga sehr deutlich. Da hast du zwar mit Rathenow einen Verein, der irgendwie was darstellt, auch durch Ingo Kalisch zum Beispiel, aber wenn der irgendwann mal wegstirbt, dann gehen da die Lichter wahrscheinlich aus, weil der ja irgendwie alles macht. Und welche Chance siehst du für die Amateurvereine, dass die in Zukunft in dieser neuen Fußballwelt, die sich da gerade entwickelt, irgendwie sich durchsetzen können oder vielleicht mal eine Perspektive haben können, über die vierte Liga hinauszugehen? Weil es gibt auch viele Vereine, die sagen, die dritte Liga, das ist uns zu teuer. Das ist genau das Thema. Ja. Es wird halt immer schwieriger, glaube ich. Ja. A, weil es ganz oben immer mehr Geld gibt. Ja. Und unten halt schwer ist, was Konstantes aufzubauen, ja, mit einem gesunden Fundament, ja, das ist halt, wenn du keine Geldgeber hast, ja, keine Investoren hast in den Regionalligen, ja, oder in den unteren Ligen, dann wird es immer schwer sein, eine vernünftige Mannschaft zusammen zu haben, ja, geschweige denn Drittliga-Fußball spielen zu können, ja, weil so viel Kosten auf dich zukommen und das Fernsehgeld ein Witz ist, im Gegensatz zur zweiten oder ersten Liga, ja, das ist, und aber genau diese unteren Ligen sind auch gerade wichtig für junge Spieler. Welcher junge Spieler schafft es denn sofort aus der A-Jugend-Bundesliga in die zweite oder erste Liga? Das sind doch 2%, wenn überhaupt. Ja? Naja. Genau die Jungs, die brauchen doch mal, gerade die Jungs, die aus der A-Jugend kommen. Ja, die denken ja auch alle, ja, ich muss Minimum dritte Liga spielen und sonstiges. Aber A-Jugend-Fußball ist A-Jugend-Fußball und Männerfußball ist Männerfußball. Und da finde ich, dass es halt umso wichtiger ist, dass man die unteren Ligen, ja, vierte Liga, noch interessanter macht, noch ausgeglichener macht, von den Mannschaften her, ja, um auch da junge Spieler weiterzuentwickeln, ja, und dass man
da vielleicht auch nochmal eine höhere Grenze an jüngeren Spielern haben oder sagen muss, ey komm, ihr müsst Minimum 6 Spieler im Kader haben und 3 oder 4 U20 Spieler müssen spielen. Ja, das ist ja vielleicht auch mal eine Chance. Ja, um jetzt den deutschen Fußball und gerade den jungen Spielern noch mehr Chancen zu geben, sich A, auf einem guten Level zu zeigen und B, sich auch zu entwickeln, fußballerisch auch menschlich und charaktermäßig. Ja, weil, wie gesagt, A-Jugendfußball oder Jugendfußball, Männerfußball ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. Und die meisten Spieler brauchen halt nochmal Spieler. Allein von der Körperlichkeit. Natürlich, alles, ja. Das ist alles ein bisschen schneller. Du hast dann mit 18 spielst du mal gegen 30 oder 31 gegen den abgewichsten Spieler, ja, der wird mal woanders gespielt hat. Daraus lernst du ja, ja. Und davon können wir doch alle in Deutschland ja nur profitieren. Jetzt jaulen wir alle rum. Jetzt bei der WM sind wir ausgeschieden, ja klar. Jetzt wollen alle nur junge Spieler haben und sonstiges. Vorher war alles gut gewesen. Jetzt gucken wir nach England und nach Frankreich. Ja, aber wir müssen ja mal unseren Weg finden. Und vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, ja, um den deutschen Fußball wieder voranzubringen. Aber ansonsten ist es natürlich schwer mit den geringen Mitteln, die man bekommt, ja, vom DFB, ist es natürlich schwierig, diese Ligen zu halten ohne externe Geldgeber. Ja, das ist mir, also ich glaube, dass das kaum machbar ist. Ja, und deswegen bin ich gespannt, wie die Reform ausgehen wird. Ja, da gibt es ja auch tausende Gedanken. Wichtig ist, dass wir eine vernünftige finden. Ja, glaubst du, dass die Mannschaften, die zum Beispiel Champions League spielen und Europa League spielen, die ja nun wirklich extrem viel Geld bekommen, damit könnte man, glaube ich, hier auf die nächsten 100 Jahre den Verein auf dem Niveau so finanzieren, was die in einem Jahr bekommen, glaubst du, die sind irgendwo in der Pflicht oder sollte das eine Solidarität geben, dass die Mannschaften was von ihrem Geld abgeben in die unteren Ligen? Oder glaubst du, das ist schon recht so, dass die eigentlich nichts abgeben? Solange du das jedem frei lässt, ja, und auch nicht sagst, ey, ihr müsst prozentual das und das abgeben von euren Einnahmen in die unteren Ligen oder sonstiges, macht's doch keiner. Also, wer macht das freiwillig? Ja, da ist, ist der Mensch auch zu gierig, glaube ich, und auf sich zu sehr fixiert. Also du glaubst nicht, dass sie das, dass es was bringen würde, wenn man... Bringen würde, glaube ich, schon, definitiv. Ja, aber ist die Frage, wenn du es freilässt, dann wer macht's denn? Ja, also dann musst du das ja als bestimmen, dass du sagst, ey, das und das muss in die unteren Ligen aufgeteilt werden. Da gibt es den und den Pott. Daraus werden dann in der Regionalliga und in der dritten Liga die Gelder werden aufgeteilt, gleichmäßig zu jedem Verein dasselbe. Ja, und dann haben alle ungefähr dieselbe Chance, ja. Aber ja, wenn du das freilässt, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass jetzt jemand mal kurz prozentual von den ganzen Millionen abgibt. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann nochmal so einen Verein wie Union gibt, der in der vierten Liga rumdümpelt und dann auf einmal durch irgendwelche Faktoren auf einmal in der zweiten Liga sich so etablieren kann? Oder glaubst du, die Chance ist eigentlich inzwischen durch? Die Schere geht immer weiter auseinander und das kommt eher dazu, dass normal so ein Verein wie RB Leipzig aus der fünften Liga sich hochkauft? Anders ist es, glaube ich, kaum zu schaffen. Ja, du meinst die Zeit, so wie Union es hatte, damit ist ja auch eine Epoche vorbei? Bin ich mir relativ sicher, ja. Ich bin da damals auch in der Oberliga gekommen, nach 2 Abstiegen. Und wir hatten schon eine richtig gute Mannschaft, ja. Und wo jetzt die Gelder jetzt genau herkamen, kann ich jetzt auch nicht sagen, ja. Aber wir hatten schon eine gute Mannschaft, ja. Und haben es ja auch gerade so geschafft, weil halt auch Neuruppin und Babelsberg auch abgekackt haben und nicht aufsteigen wollten, ja. Aber ich glaube, heutzutage ohne Investoren, ohne die Bock haben und sagen, ey, komm, ich habe jetzt einfach Bock da drauf, lass uns da mal was Vernünftiges machen, hast du kaum eine Chance, ja. Also, ist ja auch so gefährlich, wenn du, guck dir Uerdingen an, der Pornomale hat Bock und auf einmal merkt er, oh, ich habe doch keinen Bock mehr. Dass das alles gefährlich ist, ist doch klar, darüber brauchen wir auch nicht reden, ja, aber ohne hast du gar keine Chance. Also, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, ja, mit den geringen Mitteln, die man hat. Ja, selbst wenn du jetzt durch irgendwas mal eine geile Saison spielst mit der Mannschaft, wo du sagst, ey, die kostet eigentlich nicht viel Geld und du steigst auf in die dritte Liga, glaube ich, spätestens dann ist die Sense, dann ist vorbei. Ja, weil die dritte Liga kostet nochmal mehr Geld. Und also, wie gesagt, ohne Investoren ist es in meinen Augen nicht möglich. Lass uns mal kurz zu Union gehen. Da habe ich dich das erste Mal live gesehen beim Testspiel im Sommer 2010 nach der WM in Südafrika. Testspiel gegen La Coruña, 7000 Leute, alte Försterei.
0-3 zur Halbzeit und auf einmal irgendwie kommt eine andere Mannschaft aus der Kabine, fährt es 1-3, dann kommt so ein gewisser Thorsten Matuschka, donnert der so einen Freistoß um 2-3 rein, alle drehen durch. Ich höre das erstmal übrigens das berühmte Lied. Und in der, ich glaube, 90. Minute fällt dann der Ausgleich und 7000 Leute explodieren. Also Wahnsinn. Nicht mal zu einem Drittel geführt das Stadion und die Magie war auf einmal da. Auf einmal wollte ich immer wieder dahin gehen, auch mal zu Test, nicht nur zu Testspielen, sondern Profispielen. Und was macht für dich die Magie von Union aus? Das, was du ja zum Beispiel gerade auch schon mit dem Spiel beschrieben hast, ja, dass so in so einem Testspiel, klar, La Coruña war damals 2010 schon noch eine gute Nummer, dass da trotzdem 7000 Zuschauer kommen und auch in einem Testspiel, ja, nach dem 0-3, dass es für uns wichtig war, dass wir den Fans, die da gekommen sind, auch eine vernünftige zweite Halbzeit abliefern. Ja, das haben wir uns als Mannschaft in der Kabine gesagt, ja. Und dann, wie gesagt, dann fällt das 1-3, dann das 2-3 und dann machst du noch das 3-3, ja, und die Fans rasten trotzdem aus, obwohl es nur ein bedeutungsloses Testspiel ist, ja. Und das sind so die Dinge, die ich halt in den ganzen Jahren da kennengelernt habe, wie speziell, ja, dieser Union-Fan ist, ja, zu dieser Mannschaft, und dass er alles geben würde, den letzten Cent würde der richtige Unioner für diesen Verein und für diese Mannschaft geben, ja. Und letzten Tropfen Blut. Ja, das auch, natürlich, also, ja, und was ich halt in den Jahren, da war ich ja dann auch schon 5 Jahre da gewesen, alles miterleben durfte und erfahren durfte, das war und ist was Spezielles, ja, und ich glaube, jeder, der für Union mal spielen durfte und in der alten Försterei spielen durfte, dass die Fans von der ersten bis zur letzten Sekunde immer nach vorne peitschen, nie pfeifen, wenn sie sehen, dass die Mannschaft alles raushaut. Und mehr, Anführungsstriche, mehr will der Fan ja auch nicht sehen. Ja? Und das darf er auch von uns verlangen. Mhm. Dass er sieht, ey, die hauen alles raus. Ja? Und dann ist man halt mal vielleicht auch mal schlechter oder der Gegner ist mal besser, ja, aber der Fan hat das Gefühl, ey, die haben alles probiert, es hat halt nicht funktioniert, ja, und das hat mich persönlich in den ganzen Jahren immer vorangetrieben und gesagt, ey, komm, hier, die ganzen Verrückten kommen, positiv Bekloppten, habe ich immer gesagt, kommen ins Stadion, feuern uns an, Junge, und denen kann ich in 90 Minuten so viel wiedergeben und für die nächste Woche mitgeben, ja, wo ich so sage, ey, dafür lohnt es sich einfach alles rauszukloppen, ja. Und da geht es nicht darum, um Prämien zu holen oder für sich selber. Das war wirklich dann nach den Jahren für mich sowas, wo ich dann noch ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich kein gutes Spiel gemacht habe, ja. Da habe ich mir echt beschissen gefühlt, aber ich konnte mir fast immer in den Spiegel gucken und sagen, ey, komm, Tusche, ja, jetzt, was mich jetzt persönlich betrifft, ich habe alles rausgehauen und heute ging es halt auch nicht besser, ja, aber ich glaube, dieses feine Gespür hat der Union-Fan, ja, und deswegen war das immer was Spezielles und ich glaube, jeder, so, du warst im Testspiel da und bist hängen geblieben, ja, und so ging es, glaube ich, in den letzten Jahren vielen anderen Fans, die mal da waren, die gesagt haben, ey, in der alten Försterei, da ist was ganz cool ist, da ist ganz coole Stimmung, da gehen wir mal hin und ich glaube, da bleiben echt wirklich sehr, sehr, sehr viele hängen, weil es einfach was Spezielles und was Einmaliges ist fast im deutschen Fußball, dass es wirklich von der ersten bis der letzten Sekunde Vollgas gibt, ja, immer positiv, immer Gesang und dass meistens, selbst nach schlechten Spielen oder nach Niederlagen trotzdem die Jungs ihre Runde gehen und trotzdem Applaus bekommst. Ich habe mal ein Spiel, glaube ich, wir haben 4-1 verloren oder 4-0 verloren gegen Kräuter Fürth. Danach haben die uns gefeiert, als ob wir 4-0 gewonnen hätten. Ja. Also, weil wir aber auch da ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hätten noch 6-4 gewinnen können oder 7-5. Ja, aber das hat der Fan gesehen. Mhm. Ja. Wir haben trotzdem probiert. Ich habe nur einen Elfmeter verschossen. Aber das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja. Wenn man das Ergebnis liest oder hört, denkt man, aber was danach abgegangen ist, hast du gedacht, was ist denn hier los? Mhm. Ja. Ich hab ein Erlebnis, was mir da gerade einfällt. Da habt ihr mal gegen Pauli gespielt. Und nach 10 Sekunden geht Pauli 1-0 in Führung. Ja, 2-0 nach 10 Minuten zurückgelegen. Ja, aber noch kürzer. Also ebenfalls 10 Sekunden und die singen noch Stuffi weiter. Stuffi ist kurz eingeschlafen. Ein bisschen. Ja, ja. Jetzt die Klo. Ja, ja. Das war die Saison, da haben wir, glaube ich, mit Adam Nemitz 4 oder 5 Mal in den ersten 2 Minuten am Anschlusspunkt gestanden. Und da haben wir gesagt, ich glaube, und gerade immer zu Hause, glaube ich, 4 oder 5 Mal in den ersten 2 Minuten zurückgelegen und haben aber nicht ein Spiel verloren. Ja, genau, das war halt geiler. Also selbst nach dem 2-0, wo du denkst, in anderen Stadien, da bricht die Stimmung total ein und in anderen Stadien und
so ein kalter Wind zieht durch, ja, alle schweigen so ungläubig und bei Union haben die einfach weiter. Noch lauter, ich dachte, noch mehr sogar. Noch lauter und noch mehr und ich dachte, ey, was haben die denn genommen? Ja. Ja, die Waldseite ist da ja auch echt krass. Also. Ja, aber die sagen, hey, jetzt kann ich pfeifen, na toll, aber ich meine, im Endeffekt sind immer noch 82, 83, 84 Minuten Zeit. Das ist das Gute, ja, wenn du so schnell zurückliegst, nicht? Ja. Und da hast du zum Beispiel in diesem Spiel ja auch nochmal, da haben wir, glaube ich, 2-1 zurückgelegen, Halbzeit dann. Ich habe nur geschossen. Richtig. 1-2 zur Halbzeit. Dann macht, glaube ich, Nemeth 2-2 nach Ecke. Und Terodde macht 3-2, glaube ich. Ja. Das gewinnen wir genau 3-2, ja. Eins seiner 13 Tore für Union. Ja, genau. Und, in dem Spiel hast du das auch gemerkt, ja, dass das immer mehr wurde, immer mehr, ja, ja, immer mehr, immer lauter, ja. Gerade nach dem 1-2, jeder Zweikampf wurde gefeiert, ja. Und das überträgt ja auch, das überträgt sich auch auf eine Mannschaft. Also immer wenn ich mit Biergeruch nach Hause komme, dann weiß meine Freundin, oh, das war ein Newton. Ja. Ja, gehört auch dazu, ja. Aber das war bei Union wirklich schon krass, wie oft ich auch zwischendurch bei Eckbällen oder sonstiges, ja, oder Freischüsse Gänsehaut bekommen habe, weil ich mir, Alter, jetzt ist das echt so? Ja, wirklich. Wenn du also nicht immer, aber es war wirklich oft, gerade in Spielen, wo du zurückgelegen hast, ja, oder du wusstest, jetzt ist es ein wichtiges Spiel und die peitschen nicht nach vorne, Junge, da hat der Erpelperker gestanden. Also das waren schon wirklich spezielle Momente, ja, und das ist jetzt nicht irgendwas rumgesponnen ist, das war wirklich so. Ja, es gibt viele Fußballer, die sagen, nehmen die alles nicht wahr. Wenn ein Spiel läuft, nicht, aber beim Standard oder bei einer Ecke, dann ist ja kurz ruhig, mehr oder weniger. Ja. Du rennst, gehst zur Ecke oder läufst zur Ecke und legst den Ball hin und merkst, wie es immer lauter wurde. Ja. Und das sind dann die Momente. Wenn ein Spiel läuft, dann kriegst du es nicht so mit. Wie gesagt, wenn eine Standardsituation ist, ja, oder mal kurz Ruhe im Spiel ist, weil das Spiel nicht läuft, dann hast du das schon extrem mitbekommen. Jetzt gib mal den Union-Fans einen Tipp. Welches Lied hat euch am meisten immer angestachelt? Wenn die angefangen haben zu singen, gibt es da ein Lied, wo du sagst, so, ey, wenn die wir lieben Union, jawohl, singen, dann geht die geil, Post ab. Ja, oder Morgengrauen entgegen, also da gibt es genug, ja, also ja, das ist sowieso speziell. Ja, ja, das ist einfach so, ja. Dort zu spielen, egal welche Lied die singen, die knallen alles raus, die sind wahrscheinlich 85% der Leute sind da heiser, wenn sie nach Hause kommen. Und die ganzen Lieder, die sie dort haben, die sind einfach mega, ja. Und da gibt es jetzt die Info, wo wir gesagt haben, ey, das ist jetzt genau das, was uns jetzt nach vorne peitscht, das große Ganze. Ja. Ja, das ganze Wir-Gefühl und diese brutale Unterstützung von der ersten bis zur letzten Sekunde, das war das Ausschlaggebende, weil was uns immer gerade zu Hause immer extrem gepusht hat, ja, und immer noch, glaube ich, nicht jeder gerne nach in die alte Försterei kommt, weil wir wissen, Alter, hier brennt mal der Baum, Junge. Ja. Lass mal kurz über den Trainer sprechen, den du damals hattest. Das war auch für dich ein Glücksfall mit Uwe Neuhaus zu arbeiten. Beschreib mal euer Verhältnis. Und was hast du dann am Ende gedacht, als er auf einmal nicht mehr Trainer war? Also mit Uwe war so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo Uwe kam, in meinen Vertrag ja auslief und ich unter Schreier damals kaum gespielt habe in der Regionalliga. Und Christian Beek mit Uwe Neuhaus gequatscht hat, ey, komm, gib den Tusche mal eine Chance und sowas. Uwe hat mich mal, oder hat meinen Namen mal gehört, aber konnte mich jetzt nicht so richtig einordnen. Hab dann auch einen Vertrag bekommen unter Uwe. Und im ersten öffentlichen Training, glaube ich, haben wir so ein 11 gegen 11 gespielt im Stadion, wo, glaube ich, auch wieder 3000 Fans waren beim ersten Training. Und hab dann die erste gute Halbzeit gespielt in dem 11 gegen 11. Und dann kam er schon zu mir, ey, Matuschka, ich sage dir, wenn du dir nicht den Arsch abreißt, ja, dann trete ich in den Arsch und sowas. Und hat das schon nach dem ersten Training gesagt. Und war ab dem ersten Training, glaube ich, bei ihm mehr oder weniger gesetzt. Hat mich auch in den Ring gerufen, in der Tusche. Wenn du fit bist, ja, wirst du bei mir immer spielen. Ja, wenn du nicht austickst oder sonstiges. Und wenn du nicht Gas gibst, dann drehe ich dir recht in den Arsch. Ja. Also er hatte von Anfang an Bock auf mich. Und das war natürlich dann auch für mich, ist für jeden Spieler wichtig, dass du so ein Vertrauen hast. Ja. Wichtig ist, dass man es ja dann noch versucht zurückzuzahlen. Und dann hat sich das so eine Dynamik entwickelt, ja, wo wir dann gerade hinten raus, glaube ich, beide aneinander wussten, was wir haben voneinander und dass das einfach super gepasst hat, ja. Und bei Uwe war es wahrscheinlich dann noch so, dass es dann halt mit 8 Jahren im gleichen Verein mit vielen gleichen Spielern dann auch wahrscheinlich schwierig war, dann noch mal den nächsten Schritt zu gehen, ja. Und ich glaube, das hat jetzt nichts mit Uwe seiner Leistung oder Arbeit zu tun oder sonstiges. Ich glaube, der Verein hat sich einfach und hat gedacht, komm, wir müssen mal was verändern, ja, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Weil Fakt ist, wir haben immer nur positive Jahre mit Uwe. Wir sind immer aufgestiegen, haben immer die Klasse sicher gehalten, hatten nie Probleme. Haben es aber auch leider nie richtig geschafft, mal nach oben
richtig anzugreifen. Meinst du, das war dann der Grund, weil der Verein ein bisschen... Ich glaube schon, dass das gerade Dirk Zingler unbedingt hoch wollte und auch damals schon hoch wollte. Aber du siehst ja jetzt sind es auch schon wieder ein paar Jahre her, wo Uwe gegangen ist. Ja, sind auch schon das fünfte Jahr, glaube ich. Waren ziemlich wilde, ja. Also ja. Ich meine, Dübel, und dann hast du, wie heißt er, der sich... Lewandowski. Genau. Ja, und das ist, da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass du das schaffst, aus dieser Liga hochzukommen. Ja. Da muss die Mannschaft funktionieren, das Umfeld, Trainerteam auch alles. Ja, und du kannst auch den besten Trainer holen und die beste Mannschaft holen. Aber es hat nicht immer was zu bedeuten, gerade nicht in der zweiten Liga. Ja. Da ist dann auch oft, schlägt die Mentalität die Qualität. Mhm. Ja, und jetzt siehst du, jetzt haben sie auch leider vier Spiele nicht hintereinander gewonnen. Hätten sie davon zwei gewonnen, wären sie Zweiter. Hamburg hatte richtig Druck heute, was sie trotzdem haben in Köln. Ja. Aber das ist aus der zweiten Liga rausgekommen, ist so brutal schwer. Und dass der Präsident und das Umfeld und der Verein das auch möchte, ist auch ein Logo. Ob das dieser klappt, das wisst ihr Mensch, ob es vielleicht erst auch in 10 Jahren erst klappt. Ich glaube, du kannst es sehr, sehr schwer planen. Außer natürlich Mannschaften wie Köln oder Hamburg, die ihr Budget 10% weniger haben als in der Bundesliga, weil sie sagen, komm, ein Jahr. Scheißegal, das Risiko hier mal ein. Wenn wir in einem Jahr wieder oben sind, dann war es halt ein Unfall und da geht uns jetzt nicht so viel flöten. Ja. Und die haben natürlich ein ganz andere finanzielle Mittel, ja, durch die Jahre in der Bundesliga und können natürlich auch ganz andere Spieler halten. Ja. Also ich meine, ein Hector bleibt dort, ein Timo Horn bleibt dort, ja, ein Modest kommt dorthin, ja, es sind ja also Dinge und viele andere gute Spieler, ja, ob das Kainz ist von Bremen, ja, oder Schaub, der aus der ersten Liga in Österreich kommt. Ich meine, die Jungs, die werden schon alle noch Bundesliga-Gehälter verdienen, ja. Und, gut, aber Köln hat ja nun bei Union verloren. Also das sicherlich, ja. Ein Spiel 90 Minuten geht immer mal auf Strecke. Ja. Werden sich Köln sowieso durchsetzen. Hamburg bin ich gespannt. Da wird es ein bisschen schwieriger. Ja, aber Köln war eigentlich auch von Anfang an klar, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und noch aufsteigen werden, ja. Dahinter, so jetzt musste Paderborn, die spielen unbekümmert. Die sind gerade auf der Überholspur. Die spielen überall und Offensivfußballer. Ja, Baumi lässt da spielen, hopp oder top. Ja, und die Jungs, viele junge Spieler, die vorher auch keiner richtig kannte, das für die ist das Woche für Woche ein riesen Schaufenster. Zweite Liga, da guckt jeder hin und die können so viel erreichen mit dem Aufstieg oder wenn sie nicht drinnen bleiben, dann wird Baumi und Paderborn sicherlich ein paar Spieler verlieren. So wie es Kiel war. Was sagt dein Herz? Wie wird's? Natürlich möchte ich, dass Union hochgeht, ist doch Logo, Mann. Ja. Na klar, sofort. Können jedes Spiel gewinnen und aufsteigen, ja, also ist doch, alles andere wäre doch Schwachsinn und wäre blöd, ja. Ich meine, ein Derby in der ersten Liga wäre auch was Geiles, ja, und mal Bayern, Dortmund und Schalke und Gladbach und die ganzen Vereine mal in der Försterei zu erleben, wäre doch mal was Cooles, ja, und wäre schon lecker. Aber wie gesagt, ob das realisierbar ist in diesem Jahr oder im nächsten oder, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Deine Zeit bei Union endete dann, als dann auf einmal Uwe Dübel in der Norbert Dübel. Norbert Dübel. Uwe Dübel, sehr gut. Uwe Dübel, ja, ja. Aber auch ein guter Name. Uwe Dübel. Uwe Dübel. Scheiße, Norbert Dübel, ja. ja, was war das Problem? Hat er dich vorher nicht spielen sehen oder was? Das kann ich dir nicht sagen. Ich keine Ahnung, wie was besprochen worden ist oder nicht. Oder ob das alles jetzt vom Norbert Dübel kam. Ja, Fakt ist, dass er nicht mit mir ehrlich war, so wie er es immer nach außen getan hat, dass er mit mir gesprochen hätte und mir von vornherein gesagt hat, wie meine sportliche Zukunft aussehen wird. Ja, das war einfach nicht so. Er hat mich von Anfang an nicht dort hingebracht oder auf die Position gestellt, wo ich hätte der Mannschaft helfen können. Das wollte er nicht, war sicherlich auch ein bisschen Kalkül. Nee, wie sagt man? Kalkül? Ja, genau, das meinte ich. Ja. Ja, schwieriges Wort für mich als Ossi. Auf jeden Fall war es wirklich schon so... so gewollt, wie er es gemacht hat und für mich war es ja so, dass ich hätte in diesem Jahr über 20 Spiele machen müssen, damit sich mein Vertrag verlängert hätte. Dann war mein Vertrag an Spielen von Anfang an geknüpft, wie mein Gehalt aussieht. Ja? Also umso mehr Spiele ich von Anfang an mache, umso höher ist mein Gehalt. Und ich habe mitbekommen, wie es ja laufen wird. Ja? Also, dass ich in den ersten beiden Heimspielen ja gar nicht eingewechselt worden ist, was, glaube ich, 10 Jahre vorher nie passiert ist. Zweimal durfte ich auswärts ein bisschen spielen. Klar, ich konnte im DFB spielen, Heidenheim, aber auch auf einer Position in einem System, wo ich, ja, glaube ich, keiner Mannschaft dieser Welt hätte helfen können. Das war für ihn natürlich schon ein cleverer Schachzug, weil er so konnte sagen, guck mal, jetzt habe ich den Tusch ja spielen lassen und der war scheiße. Sicher, da habe ich heute auch nicht abgerufen, ja, wir sind rausgeflogen. Was jetzt sicherlich nicht nur an mir lag, aber es war halt so.
Und dann kam natürlich dann irgendwann das Angebot von Energie Cottbus, ja, mit, ich wäre in der Saison 34 geworden, von meinem Heimatverein oder von meiner Heimatstadt, von dem Verein, wo ich auch 4 Jahre vorher schon gespielt habe, die mir auch die Chance gegeben haben, wieder überhaupt in den Fußball, Profifußball zu kommen, und mir einen 3-Jahres-Vertrag angeboten, mit Anschlussvertrag über die 3 Jahre hinaus im Verein, plus einen Job für meine Frau, also es war schon ein Gesamtpaket, was schon unfassbar war. Und ich ja gesehen habe, wie es bei Union laufen wird. Und ich weiß auch, wenn ich da geblieben wäre, was ja natürlich viele gesagt haben, ja, bleib doch da, bleib doch da. Es hätte sowieso irgendwann gekracht. Ich hätte auch meine Fresse nicht halten können. Und da ist er wieder, der Fußballer, der auch mal sein Maul aufmacht. Definitiv, ja. Und, und das hätte, glaube ich, noch mehr Unruhe in diese Mannschaft gebracht. Ja. Als es dann, wo, natürlich war es groß, weil ich auch dieses Interview gegeben habe, aber zu dem Interview stehe ich trotzdem, ja. Wenn ich so ein Interview gebe, stehe ich dazu, ja. Und das war die Sicht meiner Dinge. Und der eine fand es gut, der andere fand scheiße, so ist es halt, ja. Du kannst es sowieso niemandem recht machen, ja, oder selten. Und wie gesagt, ich stehe dazu. Auch Fans, die gesagt haben, das war unnötig, ja, okay. In deinen Augen war es unnötig. Für mich war es so, wie ich gedacht habe und wie ich empfunden habe. Sicherlich war ich auch verletzt, gebe ich auch zu, ja. Weil so, darf man nicht mehr mit so einem Spieler umgehen. In keinem Verein. Mit keinem Spieler, der so viel für diesen Verein geleistet hat. Und ich habe da 10 Jahre lang wirklich viel mit aufgebaut. Und ich war nämlich in der Saison davor, ja, war Topscorer der zweiten Liga. Ja. Ich habe 12 Tore und 12 Vorlagen gemacht. Also, und das auch mit 33. Ja. Und dann können auch viele wieder sagen, ja, das waren viele Freistöße und Ecken und Elfmeter. Haben die anderen nicht gemacht. Aber ja, das sehe ich auch. Also in jeder Mannschaft gibt es einen Spezialisten für Standards, ja, der trotzdem nicht die Quote gehabt. Ja, und da sage ich, du musst die trotzdem auf den Punkt bringen, die Ecken, nicht Freistöße. Klar. Du musst die Elfmeter reinhauen, ja, kann sich ja jeder mal hinstellen in der 90. oder egal in welcher Minute vor 30 oder 20 oder 40.000 Zuschauern und die Bälle reinmachen, ja. Und das sind mir immer so schwammige Aussagen, die mir halt auch richtig auf die Eier gegangen sind, ja, wenn ich sowas gehört habe. Ja, ja, hat ja auch jeden Elfmeter, ne? Ich, ja, klar, aber macht ihn selber erstmal und dann können wir darüber uns unterhalten und ja, trotzdem lasse ich mir so eine Saison nicht schmälern von irgendwelchen Leuten, die dann keine anderen Argumente haben als diese. Und wenn ich eine normale oder eine schlechte Saison gespielt hätte, die Saison davor, ja, dann hätte ich mir doch das alles gegeben, auch mit Norbert Dübel. Dann hätte ich gesagt, okay, komm, ich gucke erstmal, der will was ausprobieren, was Neues. Okay, da passe ich jetzt irgendwie nicht rein, ich war jetzt die letzte Saison nicht gut, kann ich verstehen. Ja, aber nach so einer Saison bin ich der Meinung, muss man mich ganz anders mit einbauen zum Anfang der Saison, ja, und mich spielen lassen. Und wenn ich dann 5 Spiele scheiße spiele, dann kann er sagen, hier, guck mal, der Matuschka, der ist zu alt, der ist zu fett, der ist zu schlecht, mit dem kann ich nicht spielen. Einfach. Und dann kann ich ja auch, ja, und dann habe ich umgehen. Auch keine, dann kann ich damit sowas von umgehen, weil ich war immer derjenige, der genau wusste, ob ich gut gespielt habe, ob ich scheiße gespielt habe. Ja, ich war sehr, sehr selbstkritisch und hab mich immer an die eigene Nase gefasst und so hätte man in meinen Augen mit mir umgehen müssen. Ja, und wie gesagt, das war alles andere als so. Und dann habe ich dann irgendwann nach dem Heimspiel gegen Nürnberg, haben wir, glaube ich, 4-0 verloren mit 2 gelb-roten Karten. Und ich glaube, Sonntag oder Montag war der letzte Tag zum Wechseln. Und dann nächsten Tag oder Samstag oder Sonntag wurden ja nochmal 3 Offensivspieler verpflichtet. Das sind ja auch so Dinge, die ja noch in die Entscheidung mit eingeflossen haben. Ja, da kam Polti, da kam Maxi Thiele und ein Kobylanski. Alle 3 ausgeliehen. Und ich bin auch nicht so blöd, ich weiß auch, wie es im Geschäft abläuft. Wenn ich Spiele ausleihe vom Bundesligisten, dann ist meistens so, wenn sie nicht spielen, dann gibt es eine Strafe. Also, wie soll ich auf meine Spiele kommen? Ja, und dann fahre ich dahin in meinem Alter nach so einer Saison und habe nur schlechte Laune. Bring die mit nach Hause, ja, das wollte ich meiner Familie auch nicht antun, ja, und darauf habe ich einfach keinen Bock gehabt, ja. Dann nach so einer Saison, wo ich dann vielleicht 10-mal eingewechselt worden bin, dann meine Karriere zu beenden. So wollte ich nicht aufhören. Natürlich wollte ich auch nicht weg. Ich wäre niemals von Union weggegangen. Niemals. Der Traum war wahrscheinlich so. Natürlich, Mensch, natürlich, aber ich komme. Diese Saison machst du deine Spiele, hast nochmal eine Saison und dann guckst du, dann hörst du mit knapp 35 auf, hast du vielleicht 320, 330 Spiele gemacht für den Verein, ja, mega geil, ja, hast ein letztes Heimspiel, spielst oder wirst eingewechselt, wirst richtig geil verabschiedet, das ist ja das, was ich wollte, ja, ich wollte doch auch nicht so, dass es so endet, ja, also ich hätte ja auch niemals ein Jahr vorher gesagt, dass ich nochmal woanders hingehe, ja. Und ich wäre aber auch nur zu Energie Cottbus gegangen. Ich wäre auch nirgendwo anders hingegangen. Also hätte Energie Cottbus nicht angerufen und gefragt und mir das Angebot hingelegt hätte, wäre ich auch nirgendwo anders hingegangen. Dann hätte ich das irgendwie gemacht. Ja, aber so konnte ich das Angebot auch nicht ausschlagen.
weil diese ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ja mit eingewirkt haben und mit reingespielt haben in meiner Entscheidung. Und im Nachhinein, natürlich war es im Nachhinein keine gute Entscheidung, aber die Silberkugel habe ich halt nicht oder die Glaskugel. Und so ist es halt im Fußball. Hast du jetzt mit dem Abschiedsspiel dann deinen Frieden damit machen können? Definitiv. Also ich habe ja auch vorher nie einen Groll auf Union gehabt oder sonstiges. Natürlich Norbert Düvel, wie er mit mir umgegangen ist. Natürlich hätte ich vielleicht auch mir ein bisschen mehr Rückendeckung vielleicht von der Vereinsführung erhofft, ja. Aber wenn man sich dann so überlegt, okay, wenn jetzt der Präsident oder wer auch immer Manager sagt, ey, die mischen sich in der Sportliche mit ein, ja, dann nimmst du ja dem Trainer ja alles, den Wind aus den Segeln. Dann ist der, wenn das rauskommt, ja, und dann das, wenn das rauskommt und die Jungs müssen, ey, komm, jetzt spielt er nur bei dir und die das sagen, das funktioniert ja auch nicht. Ja, deswegen ist das, glaube ich, auch schwer. Ich finde, dass er hätte es anders machen müssen. Ich, wenn ich jetzt Trainer werden sollte und ich habe solchen Spieler mal irgendwo in der Mannschaft, den nehme ich auf jeden Fall zuerst mit ins Boot. 100%, ja, weil du kannst nur verlieren. Ja, das ist einfach so. Und da bin ich mir sicher, weil klar, wenn du alle die ersten 10 Spiele gewinnst, sagt kein Mensch was. Ja, aber du hast ja von vornherein so viel Unruhe. Ja, und wie gesagt, wenn ich weiß, dass er die Saison davor ja Leistung abgerufen hat, dann ist es doch noch einfacher. Warum soll ich das nicht machen? Ja, und wenn ich vielleicht auch von Anfang keinen Bock habe auf den, warum auch immer, ja, weil ich eine andere Idee habe vom Fußball, glaube ich, musst du es erstmal machen und kannst dann gucken, gib ihm die Chance, versuche ihn mit einzubauen. Und wenn es dann nicht läuft, dann kannst du ihn reinrufen und sagen, ey, Tusche, so und so, nee, das passt nicht, ich will was anderes probieren. Und dann kann, glaube ich, derjenige auch schwer was dazu oder dagegen sagen, ja. Und da hat der Trainer ganz andere Argumente auf seiner Seite, ja. Aber von vornherein zu sagen, nee, auf den habe ich keinen Bock, dem erzähle ich mal irgendwas. Ich sollte ja noch den gute Laune wäre ja auch noch machen, ja. Naja, so Kapitänsbinde ja auch weg, ja, das sind ja auch so Dinge, ja. Damir Kreilach, der das auch gar nicht wollte, der sagt, Dusche ist doch unser Kapitän und sowas. Ja, Zingler hat ja damals gesagt, du warst ein bisschen zu sehr Aushängeschild von Union dann irgendwann. Da wurde es dann irgendwann schwer da. Das mag ja auch sein, aber ich meine, das habe ja nicht nur ich. Also, ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ja, also, ich wurde ja auch überall immer vorgeschickt. Ja, also, egal welche Werbetermine oder welche Fernsehtermine, da war ja immer ich da. Ja, also, da wurde ja auch immer nur ich gefragt. Ja, weil sie auch wusste, komm, der Dusche, der ist locker, der stellt uns ja auch ganz geil da nach außen. Ja. Dann wiederum, aber Umkehrschluss ist, ich war zu viel und zu groß. Ja, ist natürlich schwierig. Wenn ich das eine will, muss ich das andere auch. Also das sind ja so Dinge, jetzt nur für die eine Seite ausnutzen und dann aber dann auf einmal zu sagen, oh, der wurde zu groß, da muss ich natürlich auch irgendwie einen Zwischenweg finden. Ja? Und vielleicht hätte man noch damals, bevor ich da gewechselt bin, noch mal alle sich an den Tisch setzen müssen, im Nachhinein natürlich, und sagen, hey Tusche, komm, lass uns mal eine Lösung finden. Vielleicht verlängern wir deinen Vertrag nochmal gleich. Du hast das Jahr darauf nochmal, weil ich wollte auch Sicherheit haben. Ja, klar. Also ich habe ja auch erst spät richtig mit Fußballspielen Geld verdient, ja. Und ich wollte auch Sicherheit haben, klar, für mich und meine Familie. Ja, mit der Verein, ja, wie gesagt, das sind jetzt immer Dinge danach. Jetzt vergisst man ja auch dauernd, dass Fußballer nicht alle wie Ronaldo verdienen. Es ist ja nicht so, dass ich nie wieder arbeiten gehen muss. Ja? Natürlich habe ich ein bisschen Geld zur Seite gelegt, ja. Und auch mehr als vielleicht jeder Otto Normalverbraucher, ja. Aber ist nicht so, dass ich jetzt hier 20-facher Millionär bin und nur noch meine Cocktails schlürfe. Ja? So ist es ja nun mal nicht. Schade. ich bin trotzdem zufrieden, ja. Und wie gesagt, da ist jeder für sich selber verantwortlich. Tusche, ja? Lass uns mal, willst du ja irgendwann mal auf nach Hause gehen? Alles easy. Gut. Na gut, dann, wenn halt easy ist, dann bist du jetzt fällig. Nein, gut. dann ging es nach Cottbus, dann hat das, glaube ich, erst mit Krämer einen Typen, der richtig Bock auf dich hatte. Ja. Der wurde dann entlassen. Ja. Was war da passiert? Ja, die erste Saison war Stefan wollte mich unbedingt haben, ja. Und die erste Saison war noch ganz okay gewesen. Ich habe über 2 Tore gemacht, 9 vorbereitet, das war so lala. Ich habe auch so ein bisschen mehr von mir erwartet, ja, war halt noch nicht so. Zweite Saison sind wir gestartet mit 2 Siegen. Dann glaube ich 6 oder 8 Spiele gar nicht mehr gewonnen. Dritte Liga muss man den Leuten sagen, die Cottbus damals nicht verfolgt haben. Ja, genau, dritte Liga, sorry, genau. Also es war dann schon nochmal ein anderer Fußball als zweite Liga. Ja, habe ich vielleicht sicherlich auch ein bisschen unterschätzt. Hat dann, wie gesagt, erste Saison war noch okay. Zweite Saison sind wir gut gestartet, zwei Siege. Haben dann, glaube ich, 6 oder 7 oder 8 Spiele nicht mehr gewonnen danach. Dann haben sie Stefan rausgehauen, Basile Mirota kam, wenn ich damals sogar noch zusammengespielt hatte, wo ich wieder zu Cottbus gekommen bin. Hab dann im ersten Spiel gespielt in Magdeburg, haben, glaube ich, in der 90. Minute 2-2 bekommen, 11 Meter. Hab davor ein Tor gemacht und eins vorbereitet.
habe mir dann in dem nächsten Training nach dem Magdeburg-Spiel 2 Rippen angebrochen, was auch erst 3 Wochen später diagnostiziert wurde, richtig. Und bin dann noch 8 Wochen ausgefallen damit. In den Wochen haben wir, glaube ich, 13 Spiele nicht verloren unter Mirio da, haben aber auch nur 2 gewonnen. Und dann war natürlich klar, dann wechselt ein Trainer ja natürlich auch nicht, wenn eine Mannschaft erfolgreich spielt und nicht verliert, was auch völlig in Ordnung war für mich. Ja, also damit hatte ich null Probleme. Für mich war es viel, viel schlimmer, wie er mit den Spielern, mit uns als Mannschaft umgegangen ist. Ja, also der berühmte null, Stulle mit Ei. Genau, null Empathie, sehr, sehr diktatormäßig. Alle 30 Mann mit kompletten Staff, Mannschaft, alle in Teller, zwei Scheiben Brot. Ja, das sind so Dinge, was ich nie vergessen werde. 2 Scheiben Brot, Käse, Wurst drauf, alle essen dasselbe, außer Mirjotta bestellt sich Rührei oder Spiegeleier. Ja, damit jeder sieht, dass er der Big Boss ist. Und dann will ich der Mannschaft wiedergeben, dass wir in einem Boot sitzen. Und hat Mirjotta irgendwie Ede Geier falsch verstanden? Weil der war ja nun nicht auch gerade ein zartes Pflänzchen. Genau, also wie warum er das so gemacht hat, kann ich nicht verstehen. So hast du heutzutage nie eine Chance, da bin ich mir sicher. Wenn du so agierst als Trainer, ohne Empathie, ohne auf die Jungs einzugehen, nur Druck zu machen, ja, und nur negativ. Und also niemals. Ja, da hast du auch Angst, irgendwelche Fehler zu machen. Definitiv, das ist ja das, ja. Es hat sich ja auf dem Fußballfeld keiner mehr getraut, irgendwas selber zu entscheiden. Was Kreatives, ich habe jetzt gesagt, eine Situation erkannt, jetzt mache ich mal schnell, jetzt führe ich mal den Freistoß schnell aus oder sonstiges. Hat jeder nur das gemacht, okay. Der Trainer hat das und das gesagt, der und der Freistoß, mache ich das. Weil sonst ist bei der nächsten Videoanalyse, kriege ich nur in die Fresse von ihm verbal. Ja, und das hast du gesehen. Wir hatten so viel Angst, egal welcher Spieler, so viel Angst, irgendwelche Dinge anders zu machen auf dem Spielfeld. Und das. Und Angst ist das Schlimmste, ja. Gerade als Fußballer, ja, oder auch keinen Spaß zu haben, auf Arbeit zu kommen. Ja. Schlimmste. Ja. Und dann im Sport, da ist es noch 1000-mal schlimmer, glaube ich, als im normalen Job. Obwohl das auch schon scheiße ist. Ja, weil da aber kann der Fan zum Beispiel manchmal auch nicht unterscheiden, ja, wieso macht denn der das? Ist der blöd? Und dann auf dem Weg zum Auto kommen dann 3-4 Peoples und geben dir dann einen Föhn. Ja. Und du denkst so, ey, ihr wisst ja nicht, was bei uns in der Kabine los ist. Ja. Ihr wisst doch ja, ihr seht doch nur hier 90 Minuten. Genau. Und, gehst in der und du wirst ja auch nur von den 90 Minuten ja auch immer bewertet, ja. Was drumherum ist und was in der Kabine ist und im Training, das sehen ja die wenigsten, ja, ist ja auch klar. Ja, aber da müssen wir uns ja. Oder der Bewertung müssen wir uns ja auch stellen. Das ist ja nun mal so. Der Fan sieht ja meistens nur die 90 Minuten. Sind sie geil, bist du der Beste und nächste Woche verlierst du dann nur, bist du der Penner und wie schlecht ist das? Scheiß Millionäre, was macht ihr denn nur? Ihr trainiert doch nur. Das ist ja nun mal so, ja. Ja. Aber da war eine ganz, ganz komische Stimmung in der Mannschaft durch den Trainer, ja. Und das war nur zum Scheitern, oder es war klar, dass es scheitern muss, ja. Und dann kam halt Pele, Ende der Saison, die letzten 5 Spiele. Und das war natürlich nochmal wieder was ganz, ganz, Pele, ganz, 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 Pele Wollitz. Pele Wollitz, ja. Muss man auch wieder den. Genau, Pele Wollitz. Die mit von Cottbus eigentlich sonst nichts gehört haben. Genau. das war natürlich was ganz, ganz, ganz anderes, ja. Also ja. Ein geiler Typ, Junge, der dich sofort packt mit seiner Ansprache. Ja, da muss er nicht mal viel machen. Kekse, ja. Gänsehaut hat einfach Bock für diesen Typen, einfach alles zu geben auf dem Spielfeld. Ja. Und sind dann trotzdem im letzten Spiel, wir müssen gewinnen, führen 2-1 gegen meine zweite Mannschaft. Zu Hause 14.000 Fans, überragende Stimmung, Gänsehaut auch da gehabt, wirklich, ja, weil was da abging von den Fans war überragend. Und führen bis zu 90 Minuten und kriegen dann das 2-2 und damit sind wir einfach mal abgestiegen, verlieren dann noch 3-2. Und das war wie ein Stecker gezogen. War das brutalste Erlebnis, sportliche, was ich erleben musste. Und ja, nach 2 Jahren war dann halt mein 3-Jahres-Vertrag dann auch futsch, weil der nur für die 3. und 2. Liga galt. Und mein Anschlussvertrag auch. Hm. Und dann mussten wir uns als Familie natürlich auch wieder erstmal neu finden. Wir hatten uns ein halbes Jahr vorher ein Haus gekauft in Cottbus. Unsere Tochter kam zur Schule in dem Jahr, dem Abstiegsjahr. Ja, und dann musstest du gucken, ja. Und dann sind wir wieder nach Berlin zurückgegangen. Aber man hat Altlinika angerufen. Genau. Weil gab es dafür eine Verbindung? Warum gerade ja, mit Daniel Böhm vorher schon und mit Detlef Müller, die ja schon den Verein hier oder vieles bestimmen in dem Verein ja, Investoren holen, die auch das Geld mitbringen, natürlich, ja, weil sonst kriegst du natürlich auch gewisse Spieler nicht hierher. Ah ja. Also ihr habt da ja auch eine erlesene Mannschaft gerade. Genau. Und da haben wir vorher, also wir kannten uns über die Jahre bei Union schon immer sehr gut und ich habe gerade über Daniel Böhm immer viel Gutes gehört, was er hier gemacht hat, war auch hier ein paar Mal hier gewesen, weil damals noch Krötschi hier war, mit dem ich damals Cottbus Amateure gespielt habe.
Und Adam Nemeth, sein Bruder, haben wir auch mal hierher gebracht zum Probetraining. Deswegen wusste ich schon mal, wie das hier, wo das ist und wie das hier so aussieht. Und Daniel hatte mal im Februar mal angefragt, was wäre denn der Worst Case? Dann können wir uns gerne unterhalten. Ja, dann kriegen wir sicherlich was hin. Und dann war es so, dass ich hierher gekommen bin. Ja, und wir als Familie wieder nach Berlin gekommen sind. Und wir auch wieder froh sind, wieder in Berlin zu sein. Ja, und unsere Tochter ist jetzt hier in der Schule. Und ich hoffe, dass ich den Weg mit der VSG-Klinik noch weitergehen kann und mit was voranschieben kann. Na, jetzt bist du Trainer, musst du dir auch noch sagen. Du hast ja auch deine Karriere beendet. Genau. War viel schwer, oder? Ja, also ist viel nicht schwer, weil ich ja im Januar 18 habe ich mir die Achillessehne angerissen und habe ja dann im Sommer, im Mai 18 aufgehört, weil es ja nicht mehr ging. Ja, und ich auch die Aussicht hatte, hier als Co-Trainer zu arbeiten. Und ich dann auch schon meinen Trainerschein gemacht hatte, meine DFB Elite Jugend Lizenz. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt Co-Trainer bin. Ist eine andere Erfahrung. Habe einen sehr, sehr guten Trainer mit Andreas Zimmermann, wo ich wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Ja, der ist auch erfahren. Also ich meine, ja, super. Ja, das ist für mich überragend. Ja, wir verstehen uns so sehr, sehr, sehr gut. Und klar, hätten wir ein paar Punkte mehr mit der Mannschaft gerne. Ja, die auch mehr als möglich wären. Mhm. Wenn wir nicht so viele individuelle Fehler machen würden, Woche für Woche, ja, das ist wirklich brutal. Das habe ich in der Häufigkeit so noch nie erlebt. Ja, und das soll jetzt auch keine Ausrede sein und sagen, wir sind das beste Trainerteam der Erde. Wir hinterfragen uns auch Woche für Woche. Aber diese, wie gesagt, individuellen Fehler, die wir machen, gerade in der Rückrunde, Woche für Woche, ist brutal. Und dadurch fehlen uns natürlich auch 6 bis 8 Punkte, wo es natürlich alles ein bisschen ruhiger wäre. Ich habe letzte Woche mir das Video mal angekickt vom Landespokal-Halbfinale gegen Tennis Borussia. Mhm. Elfmeterschießen und ich glaube, erinnerte mich ein bisschen an das Champions League-Finale Bayern gegen Chelsea. In der Verlängerung Elfmeter verschossen. Ja. Und dann verlierst du auch noch mit Elfmeterschießen. Und du an der Seitenlinie rastest aus und nach dem Spiel ging der Gelinde, sagt der Hut hoch. Wie sehr juckt das dann noch in den Füßen? Dann Sehr sogar. Also ich mache ja also wirklich sehr, sehr oft mit. Also von 5, 6 Einheiten mache ich bestimmt 3 mit, ja, weil wir jetzt auch nicht immer 20 oder 22 Menschen sind beim Training. Da macht das schon auch Laune, ja, und da sage ich mir manchmal, oh, komm, eigentlich könntest du vielleicht nochmal probieren, aber dann sage ich mir auch wieder, weil nächsten Tag dann immer noch ein bisschen was wehtut, ja. Aber ich bin trotzdem, also Fußball, ich bin emotional, ja, die Emotionen gehören zum Fußball dazu, ja, und wenn ich auch Trainer bin, gehe ich ab, ja, und versuche ja verbal positiv einzuwirken auf die Mannschaft, ja. Und wenn ich was sage, noch einen Tipp mitzugeben und zu sagen, komm Junge, komm, war gut, weiter geht's, Junge, nächstes Mal ein bisschen konzentrierter. Ja. Und so bin ich halt und so werde ich auch immer sein. Ja. Also alles andere würde mir, glaube ich, keiner abkaufen. Und dann so bei so einem Elfmeter, da wäre ich gerne rangegangen, 117, ja, Verantwortung übernehmen, das Ding einschweißen und das Ding erledigen. Ja. Und leider haben wir es halt nicht hinbekommen. Meinst du, die sind so ein bisschen, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, dass die Jungs heute eben nicht mehr diese breite Brust aus der Jugend mitbekommen und dann in so einem Spiel vielleicht eher Charakter, Qualität schlägt? Also so ein Pokalspiel ja auf jeden Fall. Dann ist es ja noch so, wir sind Favorite bei Regionalliga gegen Oberliga, ja, aber da ist in 90 Minuten immer was drin, ja, und das wussten wir ja vorher, dass es nicht einfach wird. Umso bitterer ist, dass du in der 170. die Chance hast, das Spiel zu entscheiden, da fragt kein Mensch mehr, wie das Spiel war, ob es gut war oder scheiße war. Sondern dann sammelst du den rüber, oder der hält ihn ja sogar, genau. Ja. Er hält ihn ja sehr gut sogar und dann verlierst du halt im Elfmeterschießen. Ja, aber das sind so Sachen, einer nimmt sich den Ball, übernimmt Verantwortung, Benny hat ihn leider nicht drin gemacht, der wird, oder ich weiß, dass er nicht geschlafen hat die Nacht über, weil er im Elfmeterschießen noch innen verschossen hat. Aber auch da wächst du dran, ja. Das sind so Dinge, mein Gott, die passieren halt, ja. Das ist dann halt trotzdem alles nur Fußball, ja. Es gibt viel, viel schlimmere Sachen auf dieser Welt. Das ist zum Kotzen und ärgerlich, weil wir gerne ins Finale gekommen wären, ja, um den Verein noch mal ein bisschen nach auch deutschlandweit ein bisschen positiver zu präsentieren und zu sagen, ey, komm, da entsteht was, ja, und da ist noch nicht alles optimal, das ist noch ein kleines Pflänzchen, ja, weil natürlich das Drumherum noch nicht so gut ist. Wir arbeiten da dran und es ist nicht so einfach in Berlin, da auch was Vernünftiges zu finden, ob eine Spielstätte oder eine Trainingsstätte, ja. Da sind viele Behördengänge und viele Gespräche, ja, der Bezirk oder Sportamt, ja, da könnt ihr nicht, da könnt ihr nicht, hier nicht, da nicht. Ja, das sind auch so Dinge, die mich halt auch manchmal aufregen, wo ich so sage, wärst du jetzt ins Finale gekommen, hättest du das vielleicht gewonnen
und hätte es dann im Pokal Dortmund, Bayern und wie sich man gehabt, dann wären sie alle gekommen und hätten alle, hey, hier unsere VSG, ja, aber auch mal was dafür tun, ja, und dann den, uns als Verein, gerade im Fußball, mal eine Spielstätte zu geben oder mal einen Trainingsplatz zu geben, ja, da rührt sie auch so Kinder richtig, ja, und ich weiß auch, dass das nicht einfach ist, ja, aber du musst ja, fragst du jemanden, ich muss erstmal jemanden fragen, ja, der muss auch wieder jemanden fragen, ja, das sind so alles so Dinge, bis da mal ein bisschen Schwung ins Rad kommt, das regt mich so oft, wo ich so sage, ey, hier kann ja wirklich was entstehen und hier sind ja auch Leute, die auch was mitentwickeln wollen. Ja? Du hast Investoren, die gewisse Dinge voranführen wollen, ja, für den ganzen Verein, wo du dann auch Kids von der Straße holen kannst. Aber sei doch froh, dass die Leute kommen. Ja. Hier musst du ja noch betteln, dass du was mitbringen darfst. Und selbst dann, naja, müssen wir erstmal gucken. Und das sind so Dinge, wo ich mir auch manchmal gerne ein bisschen mehr Elan von den Leuten, die wirklich was zu sagen haben, zu sagen, ey, wir gehen jetzt voran und wir helfen euch dabei, ja? Ja. Ich will dich jetzt zum Schluss noch fragen, wo bist du in 5 bis 10 Jahren? Du machst jetzt deinen Trainerschein, den A-Trainerschein. Hm. Was denkst du? Du, ich bin nie der Typ gewesen, der gerne über Jahre hinaus geplant hat, weil du es in dem Geschäft sowieso nicht kannst. Kommt eh immer anders. In dem Geschäft, im Fußballgeschäft sowieso nicht. Ich gucke wirklich von Tag zu Tag. Ja. Gewisse Dinge, klar, versuche ich irgendwie zu planen. Ja. Aber jetzt über Monate oder sonstiges wird schwierig. Und ich will einfach meine Arbeit ableisten. Ich will Gas geben. Ich will positiv sein. Ich will Erfolg haben. Gesund bleiben, das Wichtigste. Und der Rest kommt von alleine. Und wie gesagt. Und Spaß haben. Na, das sowieso. Also, also wenn ich nicht mehr lache, dann ist schon, dann muss schon was Schlimmes sein. Ja. Also das werde ich mir auch nie nehmen lassen. Meine lockere Art und Weise. Und ich will immer locker sein, aber ich weiß auch, wer nicht mal dazwischen hauen kann. Und das kriegen, glaube ich, auch unsere Jungs gerade in der Mannschaft auch mit, ja, dass sie mit mir sehr, sehr viel Spaß haben können. Aber wenn ich mitkriege, dass es ausgenutzt wird oder dass dann nur Larifari gemacht wird, dann wäre ich auch lauter und bestimmter, ja, weil mich sowas ankotzt. Ja. Und wie gesagt, die können mit uns als Trainerteam jeden Tag so viel Spaß haben, aber sie müssen abrufen und nicht nur nehmen und geben, das ist wichtig. Und nicht nur nehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke dir. Ja, ich denke mal, hier bleibt der drin. Das hoffen wir. Also, davon gehen wir aus. Ja, dass der Fußballstandort Altlinike wächst und gedeiht. Dass Berlin als Fußballstadt nicht nur Hertha und Union hat. Genau. Und dass ihr alle gesund bleibt. So sieht's aus. Ebenso. Vielen, vielen Dank. Bitte. Ja. Sehr gut. Dem ist tatsächlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Tausend Dank, Thorsten Matuschka, Tusche, dass du dir die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg für den Rest der Saison. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Und ich kann jetzt nur noch sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Und bitte folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bei Instagram und abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher und bei SoundCloud. Oder allen anderen guten Podcatchern, wo ihr diesen wunderbaren Podcast abonnieren könnt. Bleibt uns treu und bitte, bewertet uns bei iTunes. Das ist auch ganz wichtig. Und kommentiert uns auf allen möglichen Portalen die Kanäle voll. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch eine schöne restliche Woche. Bis dann. Ciao. Plattsport, der Sportpodcast.